Hi. Hi. Superhero Landing. Willkommen im Hauptspiel. Ja, immer wieder ein Erlebnis. Endlich. Oh, das sieht aber sehr böse aus. So ein bisschen wie hier Turm zu Babel. Der Reichstag. Ja. Das ist quasi was wie Blutmond, nur andersrum. We cannot continue this way. Is that... Ja, nachdem wir uns jetzt erstmal mit den DLCs herumgeschlagen haben, machen wir jetzt mal wieder mit der Hauptstory weiter. Ich habe ja wirklich gedacht, dass die DLCs schwierig, aber trotzdem angenehm sind. Aber dass die halt so arschscheiße sind. Und übertrieben schwer. Wir wirken wieder reiner. Machen halt Feierabend. Ach, das ist so angenehm jetzt hier. Jetzt ist nicht, dass jeder Boss in... was? Nicht umgekehrt. Was? Aber wo? Naja, hau mal zu. Was wolltest du sagen? Apropos Ruiner Wongler. Kannst du den nicht mal die andere... Irgendwie musst du den jetzt mal einbauen, Eric. Was ist denn da los? Retro-Spiel? Achso, das ist ein Geschenk. Oh! Au! Dann noch mal so ein enges Gebiet. Naja, gut. Ja, was wolltest du sagen? Ich hab ihn ja sozusagen, du hast ihn ja noch nicht erzählt, wie du ihn kennengelernt hast. Du hast gesagt, du hast den Livestream gesehen. War es das oder wie hast du ihn sonst kennengelernt? Ja, der Livestream, wo wir alle gesagt haben. Du musst auf Schätze achten. Ich kann nichts sehen, ich kann dir da nicht helfen. Ja, denn diesmal ist es meine Session, die wir hier spielen. Session. Irgendwie so Pseudo-Englisch. Ich hab vor die Crap. Oh. Schieß mal die Arschköpfe da hinten ab. Möchte ich gern. Du hast diesen Livestream auf gut Deutsch gesehen. Ja. Wo ich mir damals dann auch gedacht habe, oh, dieser arme Mann. Und gleich in derselben Nacht dann festgestellt, wo man sich mal mit Twitter-Menschen dann beschäftigt hat, beziehungsweise mit Links darin. Mhm. Festgestellt, das ist doch nicht irgendwie so richtig was nicht ganz koscher gewesen. Kannst du mir eine Portion Heilung geben? Du hast 10 Heilungen. Ich hab nur. Naja, wir teilen ein bisschen. Und jetzt habe ich nur noch eins. Du musst doch dein Leben frisch machen. Ja, mache ich ja gerade. Ich mach mich ja frisch. Hast du überhaupt 10 Heilungen oder hast du nur irgendwie 8 oder so ein Scheiß? Ich hatte 9. Jetzt sind es nur noch 6. Warum hast du keine 10 Heilungen? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich noch nicht den. Ja, den Regenerationserweiter weiter. Weiter aufgesammelt. Warum sollte man den auch aktivieren, ne? Ja, warum? Natürlich, ja, dieser Ritterkühe. Okay, also du hast den Livestream geguckt, mit Twitter dann gehabt und dann gesehen, so, nee, eigentlich nicht. Oder? Ja, ich habe einfach im Twitter dann gesehen, wie jemand einen Link gepostet hat zu den WhatsApp-Sprachaufnahmen, die er gemacht hat. Danach. Und rausgekommen ist, dass man rausgehören konnte, dass er das halt eigentlich schon wieder mit eingeplant hat, die ganze Nummer. Ich war mir eigentlich doch irgendwie sicher, dass sie doch eine Hederin ist, deswegen habe ich mir das zurechtgelegt. Deswegen hat er auch Hallo. Schon. Ja, deswegen hatte er auch schon diese. Übrigens hier, dieser Soundeffekt von so brechenden Glas, das ist mein brechendes Herz. Weißt du doch noch eigentlich. Ja. Muss ich ja nicht erklären. Hier sind irgendwo gute Sachen. In einem Weekend Feeling. So. Schon ist fast wieder die Hälfte vom Eco weg. Oh, Affenmänner. Ein Schwert ins Gesicht. Ist immer sehr voll. Hunde. Hätte ich ja noch 5, das reicht ja gleich noch. Ich habe noch 2. Kannst du mich aber jederzeit rausschmeißen, kennst du ja den Trick. Ja, dann werde ich dich dann mit den. Was ist denn mit denen? Ach, der ist weg. Da.
Er wird vielleicht bei von der Seite abschießen. Naja, wenn ich den, den richtigen Winkel habe. Hier ist bei mir. Tschüss. Ich habe schon eine Million, eine Million Dunst. Ja, das wäre. Ich bin eigentlich sehr erstaunt, Eike, dass wir beide ihn noch nicht komplett verloren haben. Das kann ja passieren. Oder doch, du hast es, glaube ich, schon mal geschafft, oder? Was denn? Dass du deinen Dunst verloren hast, nachdem du gestorben bist. Und wenn ihn einsam warst. Ach so. Und dann, als ihn einsam warst, bist du wieder gestorben und dann war er weg. Ja. Oder? Nein, war. Dann habe ich alte 4 und dann war alles wieder gut. Ah! Der trifft nie. Beweglichkeitsverbesserung mal 2. Hält aber nur temporär. Und das hier ist jetzt also das Gebiet, um es mal auf den Punkt zu bringen. Um es mal jetzt endlich auf den Punkt zu bringen. Ich habe ihn durch Lanoir Sakura kennengelernt. Ah. Die Katze in der. Die Katze in der Gießkanne. Richtig. Da war dann. Da habe ich sozusagen ihn kennengelernt. Ich wette, die andere Katze. Ich finde es irgendwie sehr lustig und ich kann nicht immer das Drachenlord vergleichen, nicht immer Drachenlord Junior nenne. Ja, ja, war ich vergiftet? Ja. Ja, verdammt, wäre ich das wieder los. Gegengift pressen. Ich habe aber kein Gegengift dabei. Natürlich hast du Gegengift dabei. Gegengift. Ist eh gleich abgelaufen, also peil ich einfach. Ist abgelaufen. Okay. Hast es komplett verschwindet gerade. Naja, es war ja zum Glück nur eins. Wie auch immer übertrieben die Herz, die Herzpump. Schlagsound dann mal zu hören ist. Ich wette, obwohl Katze eigentlich, ich wette die eine Katze. Katze mit TZ. DZ. Warte, bleib mal hier. Ja. Mach eine Sende nochmal ein neues Notsignal. Ach ja, stimmt, damit Eike dann wieder volle Energie hat. Und im Gegensatz zu mir. Naja. Du hast genug Heilungsgegenstände, bis wir die nächste Mistel finden. Wenn du dich jetzt nicht. Wenn du nicht fettfingerst und dich jetzt so oft treffen lässt, den Winkler machst. Naja, welche Eigenschaft an dir siehst du bei Ruina und hast. Deswegen hast du ihn? Ich hasse ihn wegen der Unordentlichkeit. Ich bin extrem unordentlich und schmutzig. Das nicht wegen der Überheblichkeit? Nicht falsch verstehen. So aussehen und duschen und alles, kein Problem. Aber das Sauberhalten der Wohnung, Staubsaugen und so, das ist halt absolut nicht meins. Da habe ich absolut keinen Spaß dran. Aber dann siehst du Ausschnitte von Streams oder ähnlichen Geschichten und merkst dann eigentlich... Nein, dann sehe ich Streams von der Schanze und Sachen und dann denke ich mir nur so, alter Digga, Bruder, ich sollte dringend aufräumen. Ja, das ist dann ein schöner Effekt. Da wird man dann quasi so daran erdacht. Eigentlich ist es doch viel schlimmer. Was ist bei dir jetzt? Was ist bei dir jetzt? Was siehst du von dir in ihm? Was passiert, wenn man sich sehr lange einfach nur gehen lässt? Oder wenn man sich vielleicht noch in seiner eigenen Blase, wie man so nennen kann, befindet? So wie ich es gewesen bin, bevor ich Eike kennengelernt habe. Und immer wieder zum Spielen gezwungen wurde. Naja. Nein, das war die ich liege im Bett. Ich liege den ganzen Tag im Bett Eikezeit. Vor Eikezeit. Weißt, was ich meine? Ja, das stimmt. Ich glaube, man kann sehr schnell in diese. Diesen Kreislauf verfallen. Diesen Kreislauf verfallen, meine ich. Ja. Die Schallplatte. Oh, das ist eine schöne 45er. Was hat der eigentlich da? Hat sich dran, es soll das. Ach, ich dachte, das wären. Ach so, ich dachte, das wären. Ah, Königin Wolfram, sehr schön. Für die, und die Waffen auf Stufe 10 zu bringen. Einstehen geblieben? Ah. Da kommen sie, da kommen sie. Ja. Yeah.
hat das Schwert hier eine schöne ordentliche Reichweite. Aber wenigstens nicht so viel Schaden. Ja toll, da hast du ihn gut getötet. Wieso kommt man da nicht ran? Ach, von oben wahrscheinlich doch. Oh, 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 oh. Speerfrau. Oh. Ich hab die Kuh mit einem Sprungangriff gekillt. Wäre das hier ein anderes Spiel, hättest du sie wahrscheinlich in zwei blutige Hälften geteilt. Das wäre schön gewesen. Ja, was haben wir hier? EOS über SD. Ah. Fehlst du auch A, B und C. Das sieht aus wie so ein langgezogener Textur, als würde er seinen Arm so hochhalten würde. So. Heil geil! Darf man das laut sagen? Regenerationserweiterungsfaktor ist doch geil. Regenerationserweiterungsfaktor. Ja, und so weit habe ich gespielt. Danach habe ich aufgehört, weil Io tot gehauen wurde. Ja, wenn ich den Regenerationserweiterungsfaktor jetzt einsetze, müsste ich jetzt dann 10 haben. Ist doch so oder so. Oder nicht? Sicher? Okay, ich pull mal die Wichsköpfe ran und du machst. Okay, das wurde nicht. Ja. Da kommt er, da kommt er, da kommt er. Was ist eigentlich mit dieser komischen Kralle hier? Mein Blutstein auch hat. Und das ist Hammerfrau, okay. Ja, klar. Nein, du sollst wechseln. Hat jetzt der Schuss getroffen, wenn die auf den Spikes drauf ist? Over here. Nicht, dass ich meinen Schuss jetzt verschwendet habe. Oh, siehst du ihn, Eike? Wen? Hier, auf der anderen Seite der des Abgrunds. Ja, danke. Danke, Io, dass du das sagst. Müssen wir uns jetzt eine kleine Brücke bauen, ja? Ach nö. Erinnerst du dich an das hier? Ja. Moment mal. Der Dedra-Prinz. Ja. Ach, Eike, scheiße, jetzt sehe ich das erst. Das ist. Hier wird den Dedra damals besiegt. Weißt du noch? Ja. Eike, du hast doch gesagt, wir wollen nicht immer wieder darauf erzählen, dass das Spiel hier wieder recycelt. Tut es doch gar nicht. Das ist der Start, wo wir angefangen haben. Aber unser Startgebiet ist der Ort, wo wir damals die Königin platt gemacht haben. Hier ist eine Schatzkiste. Ja, aber das ist doch dann hier. Sieht doch genauso aus wie das Gebiet. Das ist doch das Gebiet, wo wir damals die Königin gelegt haben. In Erinnerungen von Dennis. In Erinnerung von, ja, falscher Name. Naja, Dejan, gib mal der Leiter einen schönen Tritt. Schade, jetzt habe ich die Kamera nicht günstig aus. Das mag ich, dass Io gerade sich das genau Richtige gefragt hat. Warum war es nicht von Anfang an unten? Hm. Ich mag Io. Io ist schlau. Ja. Aber jetzt kennen wir jetzt das Gebiet. Ja, das sieht man hier gar nicht an. Ach so, hier geht es auch noch eine Ecke weiter, okay. Ach, das ist so angenehm. Ah, okay. Mein neues Gebiet zu erkunden. Nein, nein. Ach, komm, nochmal. Sind es ja jetzt nur 3. Weil das soll es. Sollte das ein Lied werden? Was? Was sie gerade gemacht hat für einen komischen. Sterbesound. Ich klang das gerade. Okay, was haben wir da? Eiweißpulver. Gehirn. Eiweißpulver ist sehr gut für Muskeln. Ah! Wieder einer von den. Ja. Ninja. Wieder einer von den. Wie heißt das? Von den Skriptaffen. Gegnern wieder da hängen bleiben die ganze Zeit und erst reagieren, wenn man eine bestimmte Stelle da überläuft. Da kannst du einen runterschießen da unten. Was runterschießen? Da hängt einer. Ah! Mal sehen, ob dir das reicht. Denk dran. Ja. Und tschüss. Sehr schön. Knall den Affen ab, Eike. Also, wo wollen wir? Halt, nicht runterjumpen. Ja. Wir können da oben lang oder hier unten weiter. Insofern, wir gehen lieber oben lang, weil da ist kein Point of No Return, da kann man nicht wieder zurück. Immerhin. Sieht also nach dem richtigen Weg aus. Das hier könnte ein Erkundungsweg sein. Ja,
Aber wir können uns zumindest sicher sein, da wir ja aufgrund der Spielmechanik. Da sind Gegner wieder hinter dem Ding. Ja, hat sie markiert. Aber man kann sie nicht. Ja, sonst noch was. Blöde Kuh. Und da ist noch ein. Ja. Ich hätte jetzt erwartet, jetzt hier hinter der Kiste würde jetzt auch eine stehen. Ein Wecker, unsere, wie heißt das, Talente auf 100% zu bringen. Normalerweise müsste man sie ja dann auswählen und da müsste man dann mit denen dann spielen. Um sie dann zu meistern. Ist das so eigentlich, nicht wahr? Und wenn man sie dann gemeistert hat, die Talente, kann man sie dann bei anderen Blutkustern verwenden. Oh! Was war das denn gerade? Und tschüss. Hui. Hui. Sag ich nicht, dass du gestorben bist. Nein, sie ist gestorben. Okay. Sie war kurzzeitig auch ein bisschen anscheinend verwirrt. So, hat kurz aufgehört. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er begegnet? Der ist runtergesprungen. Sag ich dir jetzt? Nee, es lag eher so aus wie so, was? Warum schlägst du mich? Okay, so, dann muss ich dann wohl wieder Signal abbrechen. Nee, nee, alles gut. Achso, du trittst dann jetzt wieder vor. Einfach wieder joinen. Solange okay. Kein Boss ist, kann ich einfach wieder reinjoinen. Genau. In Gebiet, normalen Gebiet, kannst du einfach wieder beitreten, ja. Falls einer sich jetzt fragt, oh, du spielst genauso scheiße wie sonst. Ja, tue ich tatsächlich, weil als. Jetzt kann ich einfach. Ich kann jederzeit wieder beitreten, hab keine Sorge, dass ich mein Dings verliere. Insofern. Aber weißt du, was auch der Vorteil ist? Mhm. Hast nicht mehr irgendwer volles Leben, sondern hast auch wieder voll aufgeladene Regulation.